So, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 6. So, jetzt machen wir weiter mit der Chris Redfields Kampagne. Auf, Sesam, öffne dich. Warum habe ich keinen Sound? Okay, das war jetzt gerade komisch. Sehr geehrte Zuschauer, wenn ihr gerade auch da keinen Sound hattet, also aus dem Spiel und nicht jetzt, was ich hier gerade rede. Also bei mir war der Sound gerade auch nicht. Das war irgendwie komisch. Naja, er ist jetzt wieder da, also wir können jetzt beruhigt sein. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ein paar Geiseln hier retten. Ah, toll. Genau die Spinne haben mir noch gefehlt. Also Chris hat es richtig drauf. Jetzt nichts. Ich würfel mal erstmal das siebte Stockwerk. Also wenn Chris Redfield dann weiter so mit so einer Wucht die Feinde hier durch die Gegend schmeißen will, dann wird hier die ganze Bude zusammenbrechen. Oh, verdammt! Nicht ihr! HQ an Alpha. Die Geiseln sind genau vor Ihnen. Eliminieren Sie anwesende Feinde und holen Sie die Leute raus. Alles klar. Hier Alpha. Verstanden. Wir gehen rein. Schon verrückt, wie klein die Wohnung bei denen ist, oder? Ja, sag mal, Mann, bleib doch stehen.
Donnerwetter. Alpha an HQ. Geiseln auf der 7. Etage sicher. Wo ist die andere Geisel? Ein Stockwerk über ihn. Beeilen Sie sich. Ist klar. Ich bräuchte ein bisschen mehr Heilung. Rotes Kraut und grünes Kraut wäre mir lieber. Damit haben wir das alles jetzt erledigt. Noch eine? Na schön, dann retten wir die jetzt auch. Ja, was meinst du mit wird gerade schlecht? Einfach angreifen. Alle mal einsteigen. Delta One an HQ. Alle Geiseln auf der 15. Etage sind sicher. Verlasse jetzt das Gebäude. Okay, bleiben nur noch wir. Was jetzt? Ja, jetzt machen wir ein schönes Lagerfeuer und singen ein Lied. Ich steige durch das Dach. Helfen Sie mir. Na schön. Roger.
Oh, verdammt. Im realen Leben würde das ein bisschen anders aussehen. Also da wäre nicht alles in Ordnung. Wir scheinen hier nicht willkommen zu sein. Na los, die schaffen wir! Schaut euch nur an, wie viele da sind, ey. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Das gefällt euch nicht, was? Ihr Penner. Chris mit seinem Superman-Punch. Von einem normalen Polizisten zu einem muskulösen Söldner. Also... Chris hat auf jeden Fall was richtig schön geleistet. Wartet auf uns, Jungs. Wir sind hier noch nicht fertig. Oh, schau mal, wen ich da sehe. Oh, verdammt. Sehr schön. Geisel im Erdgeschoss sicher. Verstanden, Alpha. Und jetzt raus da. So, dann bringen wir sie mal raus.
Sicherung gestartet. Na, große Klasse. Mist, wir sitzen in der Falle. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. HQ an Alpha. Auf der dritten Etage ist Ihr Ausgang. An der Westseite des Gebäudes befindet sich ein Balkon. Beeilung. Toll, jetzt wollen die uns hier auch noch zur Asche bombardieren. Alpha-Team, sofort raus da. Die Bombardierung. Ja, wir machen das schon schnell. Flugzeuge sind im Anflug. Hey, wir sollten weg sein, wenn das Feuerwerk startet. Ich weiß, Piers, ich weiß. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Komm, Chris, beeil dich. Das Gebäude macht nicht mehr lange. Da ist der Ausgang. Los, 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 los. Verdammt! Halt durch, Mann! Scheinbar hat er sich an irgendjemanden erinnert, den er kannte. Wahrscheinlich sein Kamerad. Rang A. 67,4% Genauigkeit. Aber Hauptsache, ohne Tode geschafft. Nicht schlecht, nicht schlecht. So 119 Feinde getötet. Oh, ja, ja, ja. Aber diese Mission war recht okay. Überhaupt gar keine Probleme. 33.000 haben wir. Ne, ich lasse das lieber so. Gut, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, ich bedanke mich für's Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Resident Evil 6. Bleibt dran, es wird weitergehen.